bewege mich nicht mal und ich schwitze. Was ist da los? Guck, ich habe sogar ein Loch in meine Traininghosen gemacht, so dass ich besser transpirieren kann, dass die Luft reingeht und rauskommt, reingeht und rauskommt, reingeht und rauskommt. Kommt sie leider nicht. Ich rieche wie ein Pirat, wo seit 7 Monaten nur im Meer auf dem Schiff unter die pralle Sonne gestanden ist. Ich habe vor 10 Sekunden geduscht und ich rieche schon wie ein Hund, das in den Matsch gerollt hat. Wie eine fucking Mülltonne, eine Mülltonne, weil es so heiß ist. Hey now, jetzt meine Frisur ist am Arsch. Oh nein, meine Gesichtscreme geht mir in die Augen jetzt. So, ich sollte mich zusammenreißen, weil ich muss dieses Video machen. Wir müssen eine Lösung für dieses scheiß Problem finden, weil ich komme mit meinem Leben nicht mehr klar. Man sagt, wenn warm ist, bekommt man bessere Ideen, weil das Gehirn mehr läuft. Oder ist das, wenn kalt ist? Auf jeden Fall, bei mir spielt keine Rolle, weil mein Gehirn funktioniert nicht. Bitch, ich habe eine Idee. Wie ihr wisst, ich bin seit 4 Jahren Single, aber nicht mehr. Bitch! Ich habe einen Partner gefunden. Mein Ventilator, wo nicht mehr stehen kann, aber wir mögen ihn trotzdem. Ich und ihn, wir sind Traumpaar seit 2, 3 Wochen, würde ich jetzt sagen. Wir gehen im Bett zusammen, wir machen alles zusammen, alles. Das Problem ist, es ist nicht genug. Es ist so heiß, dass nicht genügend ist, diese Müllcontainer neben mir zu haben. Ich muss es in mir haben? Nein, das ist ein ganz anderes Video, mein Schatz. Schau, ich habe mir was Gutes überlegt. Ich möchte diese Müll mitnehmen. Ja? Ich möchte immer frische Luft, auch on the go, haben. Was hat die Alte gedacht? Die Alte ist gar nicht so dumm, wie sie denkt. Ich könnte den Ventilator wie ein Sombrero mitnehmen. Ich werde jetzt mit einem Faden... Ich weiß nicht, ob es etwas bringen wird oder ob ich mir das Leben nehme in diesem präzisen Moment. Mama, wir haben technische Schwierigkeiten hier gerade. So, oh, jetzt ist sie an meinem Hals. Amazing. Dass er sich nicht mehr bewegt. Bin ich komplett bescheuert? Ich komme mit meinem Leben gar nicht mehr klar. Hält das jetzt schon? Ich sollte das auch von vorne vielleicht befestigen. Befestige dich an meinem Kinn, estupido pendejo. Oh mein Gott, Bitch, ich bin ein Genie. Bitch, ich bin ein Genie. Das da sollte hinter meinen Kopf gehen. Und jetzt sollte vor meinen Kopf kommen. Oh mein Gott, Bitch, ich habe ein Sombrero. Für all die Leute, die nie an mir geglaubt haben, da fickt euch alle, ganz ehrlich. Wer ist jetzt die Dumme hier? Nicht ich, Bitch. Stell dir vor, meine Haare gehen da rein und die werden mitgerissen. Oh mein fucking Gott, an das habe ich nicht gedacht. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe Angst, dass meine Haare mitgerissen werden. Nein, es kann nicht möglich sein. Also, hoffe ich zumindest. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Bitch, guck mich. Aber es gibt ein Problem. Wir dürfen nicht in die Öffentlichkeit so rumlaufen, weil alle werden erkennen, dass wir einen Ventilator auf dem Kopf haben. Und das ist bescheuert. Also ich habe Glück, dass ich eine pinke Perücke habe, weil dann niemand erkennt, dass das nicht meine Haare sind. Versteht ihr? So, seht ihr, ihr zum Beispiel erkennt niemand, dass ihr einen Ventilator und eine Perücke anhabt. Alle denken, Bitch, was hat sie gemacht? Ich werde sagen, es ist eine neue OP. Und dann, man kann das Ganze starten und man kann einfach Freude haben an das Leben. Das ist mein Tipp für euch. Für diese heißen Sommertage. Und so könnt ihr einfach rumlaufen. Ich meine, ist das nicht amazing? Ihr könnt dann alles machen. Guck! Dann werdet
Ist das nicht toll? Ist das nicht fabelhaft? Bitch, ich bin ein Genie. Bitch, ich bin die nächste Einstein. Bitch, get on my level, bitch. Get on my fucking level, bitch. Sorry, ich bin einfach zu gut für dich. Ich bin zu gut für diese Gesellschaft. Ich bin zu gut für diese fucking Welt. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt mein Leben genießen gehen und ich verpisse mich, ganz ehrlich. Ciao, bitch. Ich gehe einfach unauffällig durch den Tag. Bitch, bye. Bitch, bye. Bitch, where? Who are you? Who is she, though? Who is she? Wenn dieses Video... Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Und wir wissen, Mama braucht 1 Million Follower. Und ich habe das Gefühl, durch dieses Video werde ich sie auch erreichen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht zu kommentieren, wie du dich frisch hältst im Sommer. Und jetzt, yes Gott, ich verpisse mich. Bye!